Die Ständige Impfkommission hat ihre Empfehlung zu der Impfung von Kindern verändert. Sie empfiehlt nunmehr die Impfung für die über 12-Jährigen. Das war vorher anders. Sie hat nicht abgeraten, aber sie hat nur keine Empfehlung ausgesprochen. Dabei hat die STIKO drei Gründe gehabt. Erstens, die Krankheit sei für Kinder vermutlich nicht so schlimm. Zweitens, man hat noch keine langfristigen Daten darüber, wie die Nebenwirkungen aussehen. Und drittens, es gibt nicht genug Impfstoff. Nicht genug Impfstoff? Tatsächlich war das bis zuletzt, und das wurde auch noch im August veröffentlicht, die Empfehlung der STIKO, deswegen schon nicht zu impfen, weil bei mangelnden Impfstoffkapazitäten diese lieber für vorrangige Risikopersonen reserviert werden sollten. Nun ja, kann man darüber streiten, schwamm drüber. Jetzt ist die Frage aber, was bedeutet die neue Empfehlung? Bedeutet es einfach nur, dass Eltern jetzt eine klarere Entscheidungsgrundlage haben? Meinetwegen. Aber interessant ist es juristisch überall dort, wo eine Entscheidungsinstanz die objektiv richtige Entscheidung für Kinder finden muss. Zum Beispiel dann, wenn sich Eltern darüber streiten, ob ein Kind geimpft werden soll oder nicht. Und das gibt es recht häufig. Der eine sagt, ich will, der andere sagt, nein. Dann ist es bisher so gewesen, dass das Kind nicht geimpft werden konnte. Das heißt jetzt zwar mit der Empfehlung nicht, dass deswegen der eine das Kind zum Impfzentrum ziehen kann, aber wenn es denn erforderlich ist, kann man eine gerichtliche Klärung dabei durchführen und der Richter hat jetzt eine Orientierung mit der STIKO-Empfehlung, der erfolgen könnte. Zweites Thema heute. Wir bekamen die Nachricht, in der letzten Woche wurden bei einem Beschuldigten zu Hause über 100 Blanko-Impfnachweise gefunden. Die waren teilweise auch schon kuvertiert und adressiert und wurden verkauft über soziale Medien. Und wie ist die Rechtslage? Was blüht denn demjenigen, der so etwas verbreitet, verkauft, anbietet? Und da stellt sich heraus, wir haben in unserem Strafgesetzbuch zwei Straftatbestände für Fälschungen, die jeweils einen unterschiedlichen Maßstab haben und da gibt es einen gewissen Wertungswiderspruch. Es gibt nämlich zum einen die Urkundenfälschung, die ist strafbar mit einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren, im gewerblichen Bereich noch mal mehr. In dem Moment jedoch, wo ein Zeugnis von einem Arzt ausgestellt sein soll und das eben vorgegeben wird, beträgt die Höchststrafe nur 1 Jahr Freiheitsstrafe oder Geldstrafe. Das Fälschen eines Gesundheitszeugnisses ist nur mit einem 1/5 des Strafrahmens belegt und dieser medizinische Bereich ist vorrangig gegenüber der Urkundenfälschung. Das heißt, wenn und das ist bei einem Impfpass so, das Dokument von einem Arzt unterschrieben werden sollte, ist der Strafrahmen wesentlich niedriger. Und in Corona-Zeiten führt das zu dem absurden Ergebnis, dass das Fälschen eines Impfpasses viel weniger bestraft wird als das Fälschen eines Antigentests. Denn der wird typischerweise nicht vom Arzt unterschrieben. Das haben jetzt auch einige Justizminister erkannt. Hamburg ist da vorgeprescht und möchte das ändern. Bis dahin muss man allerdings sagen, ja, man macht sich strafbar, aber nicht so sehr wie bei einer Urkundenfälschung. Darf ich mich als Querdenker eigentlich impfen lassen? Und da kann man fragen, was ist das überhaupt für eine Frage? Es gibt doch kein Verbot, sich impfen zu lassen. Wo soll es denn herkommen? Aber wir befassen uns auf diesem Kanal ja mit Verboten, Geboten und zwar auch mit solchen, die nicht unbedingt aus dem Gesetz kommen. Es gibt ja mittelbare Gebote und Verbote. Immer wieder sprechen wir vom Impfzwang durch die Hintertür oder dem mittelbaren Impfzwang. Und genauso gibt es eben auch ein mittelbares Verbot, sich impfen zu lassen. Wo kann solches Verbot herkommen? Einerseits natürlich von Menschen, die es einem vorschreiben, wie zum Beispiel Eltern, die ihren Kindern sagen, du darfst dich nicht impfen lassen, oder Freunden einer Peer Group, die einen verachtet, wenn man es tut. Aber häufig auch von einem selbst, von dem Bedürfnis eines jeden Menschen, sich konsistent zu verhalten. Wo man sich dann sagt, letztes Jahr bin ich auf die Straße gegangen, um gegen Masken und Corona-Beschränkungen, Schließungen von Unternehmen und Gastwirtschaften zu demonstrieren und jetzt lasse ich mich impfen. Das passt doch eigentlich nicht zusammen. Wenn man sich anschaut, was die führenden Köpfe von Querdenken tun, dann sieht man, dass sehr viele von denen nahtlos übergegangen sind von einer Corona-Kritik auch zu einer Impfkritik bzw. Impfverweigerung oder sogar der Warnung vor 5G-Mikrochips, die einen kontrollieren sollen. Aber da fangen wir schon an, ein wenig alles in einen Topf zu werfen. So wie wir bei Querdenkern immer wieder auch sagen, ja, die marschieren ja mit Neonazis und Reichsbürgern, auch wenn das so gewesen sein mag, ist das nicht der Kern der Bewegung. Natürlich war es nicht schlau, sich von denen nicht ausreichend abzugrenzen und so weiter, aber es heißt nicht, dass alle, die dort mitmarschieren, Neonazis sind. Und so bedeutet es auch nicht, dass jeder, der Querdenken nachläuft, deswegen auch glaubt, dass Impfstoff magnetisch oder
tödlich macht. Und deswegen sollte man sich vielleicht mal überlegen, was bedeutet eigentlich Querdenken? Was war die ursprüngliche Intention, die vielleicht gar nicht so schlecht gedacht war, nämlich sich selbstständig eine Meinung zu bilden? Im Manifest von Querdenken 711 steht nirgendwo drin, dass man sich nicht impfen lassen darf. Die Leute, die darauf angewiesen sind, große Sichtbarkeit zu haben, fallen natürlich immer wieder auch auf durch extreme Positionen. Aber sie stehen damit nicht notwendigerweise für die Follower, für die User oder auch für die, die von denen gehört haben, aber jetzt nicht unbedingt auf die Straße gehen würden. Deswegen sollte man auch nach den Werten von Querdenken vielleicht einfach jedem zuhören und sich seine eigene Meinung bilden und sich überlegen, gehöre ich eigentlich zu dem extremen Kern, der tatsächlich glaubt, Bill Gates würde durch Impfungen die Welt kontrollieren oder die gesamte Bevölkerung der Geimpften wird zum 1. August sterben. 1. August hatten wir schon. Da gibt es dann tatsächlich diejenigen, die sagen, naja, wir sind deswegen noch nicht alle gestorben, weil die Regierung Placebo drunter gemischt hat. Aber die weit größere Zahl der Menschen, die kritisch sind gegenüber Corona-Maßnahmen und skeptisch gegenüber Impfungen, glaubt jetzt nicht, dass die Impfungen notwendigerweise tödlich sind, sondern haben Bedenken, zum Beispiel hinsichtlich der Sicherheit, zum Beispiel hinsichtlich der Unabhängigkeit der Forschung, sowohl im Zulassungsverfahren und so weiter. Das kann man alles verarbeiten und überprüfen. Allerdings der bloße Umstand, dass man keine Masken mag, sollte eigentlich kein Grund sein, deswegen sich nicht impfen zu lassen. Darüber sollte einfach jeder selbst nachdenken.